So, hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt von mir. Ich würde jetzt ja gerne sagen, bei dem Startbildschirm wirst du ausnahmsweise mal nicht, welches Spiel wir spielen. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch einfach mal blind auf das Video geklickt. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich die Überschrift gelesen haben. Wir spielen The Last of Us. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn es ist von den Machern von Uncharted. Uncharted 2 läuft ja aktuell auch noch. Und ich habe The Last of Us jetzt durchgespielt. Ich habe mal einen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ein Bulletin-Feed-Dings, keine Ahnung, geschrieben, dass Last of Us kommt, aber dass ich es erstmal momentan für mich spiele. Einfach aus dem Grund, weil mein Bruder bei sich im Zimmer oben einen Riesenbildschirm hat, ein HD-Fernseher, und ich mir dachte, das Spiel muss man einfach auf in guter Qualität spielen. Hier auf dem Kanal kriegt ihr ja von mir die gewohnte Bullshit-Optik. Das Motto meines Kanals. Bullshit ist das neue HD. Gute Qualität wird eh überbewertet. Früher haben sie auch alle Handy-Videos hochgeladen. Aber egal, ich schweife ab. Und ich hab's durch. Und ich muss sagen, das Spiel ist der Hammer. Ist eins meiner Lieblingsspiele. Und für mich momentan noch das beste Spiel dieses Jahres. Wer weiß, vielleicht kommt ja dieses Jahr auch, es wird dieses Jahr kommen, Beyond Two Souls, vielleicht wird das besser. Schau mal. So, wir pressen mal Start. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe das Spiel auf normal durchgespielt, jetzt aber für den zweiten Teil, für den zweiten Durchgang quasi, für den richtigen zweiten Durchgang, den ich jetzt machen werde. Werde ich es allerdings auf Easy spielen. Wir legen eine neue Speicherdatei an. Es ist auf normal gut spielbar, aber so im zweiten Durchgang, da will ich einfach ein bisschen entspannter das Ganze haben. Ein bisschen ruhiger das Ganze angehen, nicht so, hoffentlich schaffe ich das, ich will nicht schon wieder sterben, bla bla bla. Jetzt am Anfang wird es erstmal eine ganze Weile laden, das macht es wohl immer, wenn man, habe ich mitgekriegt, wenn man ein neues Spiel startet, was auch immer da lädt. Sehr, sehr cooles Spiel. Ist eine Mischung aus, ja, man kann so sagen, so Resident Evil in gut und Metal Gear Solid. Also es ist so ein bisschen schleichmäßig und man versucht immer so möglichst viel ohne, also ich zumindest viel ohne Kampf, um die Gegner rumzukommen, was mir leider nicht immer gelingt, denn ich bin kein guter Schleicher. Haben wir ja in anderen Projekten auch schon gesehen. Ich sag mal Far Cry 3. Ich hoffe, vom Ton ist es okay. Ich habe es jetzt nicht umgestellt bei Dead Space 3. Unter anderem, oder auch bei aktuell Uncharted, funktioniert es eigentlich ganz gut vom Ton. Es wird eine Menge geredet. Ich werde aber gleich nochmal gucken. Wir spielen das Spiel übrigens auf Englisch. Ich hoffe, das kommt jetzt gleich noch. Weil ich das am Anfang auch auf Englisch durch habe und ich mich an die Stimmen gewöhnt habe und ich will jetzt nicht andere Stimmen haben. Ich werde aber gucken, dass ich die Untertitel möglichst verdammt. Okay, nein. Ihr habt jetzt halt auch englische Untertitel. Es tut mir leid. Irgendwie kriegt man die auch auf Deutsch. Habe ich schon gesehen. Wir spielen es komplett in Englisch. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? Talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday?
kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Honey, this is... It's what? Nice, but I think it's stuck. It's not... What? No. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Ja, die foppen sich gegenseitig. Ja, wie schön. Dass die davon nicht aufwacht, halte ich ja für... Ja, wobei Kinder haben können tiefen Schlaf haben. So, das war das kleine nette Filmchen zum Einstimmen und ich sehe es immer wieder gerne. Achtet mal auf das Poster an der Wand. Dawn of the Wolf, nicht Dawn of the Dead. Oder Shaun of the Dead. Ja. Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Uncle Tommy? Hello? Okay. Da ist wohl irgendwas passiert. So, man kann jetzt schon erkennen, jetzt darf ich steuern. Das ist ganz einfach. Mit dem linken Stick kann ich vor, zurück, links und rechts laufen. Mit dem rechten Analogstick steuere ich die Kamera. So, was haben wir hier? Dang it. I forgot to give this to him. Ah, die Karte fehlt noch. Halt. Ich muss es jetzt vorlesen. Ich habe nämlich ein Video gesehen, ein Let's Play, die erste Folge, da stand das auf Deutsch. Also da steht quasi, ich lese einmal auf Englisch. Dear Dad, let's see, you're never around. Ach Gott, jetzt muss ich selber, Moment. You hate the... Verdammt. Nein, ich kann es nicht lesen. Es steht so viel wie, lieber Papa, lass mal sehen. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Bla bla bla. Und irgendwie schaffst du es trotzdem immer, dass du der beste Vater der Welt bist. Wie tust du das? Verdammt, das kam jetzt nicht so gut rüber. Aber egal. So, ist er auch nur nebensächlich. Hat mit der Hauptstory nicht so viel zu tun. Jetzt wollen wir mal gucken. Gehen erstmal hier rein. Das ist das Klo. Das Bad. Mit Dusche. Wir können nicht duschen. Und alle Pädophilen da draußen. Selbst wenn es gehen würde, würde ich es nicht tun. So, wir lesen einmal die Zeitung. Da steht so viel wie irgendwas. Bla bla bla. Mysteriöse Infektion. Das ist das Wichtigste, was wir in dieser Nachricht entnehmen. Und dann, ach so, ja, übrigens, das Telefon im Kinderzimmer ist tot, deswegen war der Onkel Tommy jetzt auch weg. Where the heck are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression. And there seems to be some commotion coming from the... Whoa. What was that? Whoa. Oh God. Shit, da war eine Explosion. Wir können hier auch schön aus dem Fenster gucken. In den Garten. Und Papa ist immer noch nicht da, das gibt's doch nicht. Der kann dann einfach mitten in der Nacht verschwinden. Ich glaube, wir gehen mal runter und schauen mal nach. What is going on? Polizei, okay. Ein Hund. There's his phone. Ah, Telefon. Wo ist es denn? Ah, hier. Immer da, wo es blinkt. Eight missed calls. Where
the hell are you? Call me on my way. Also 8 verpasste Anrufe. Wo bist du? Nee, where the hell are you? Call me. Also, wo zur Hölle bist du? Ruf mich an. Ich bin auf dem Weg. So, quasi. Oh Gott. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da ist ein Reifen, der sich bewegt. Irgendwas ist wohl mit dem Hund jetzt passiert. Ja. Nee. Irgendwas muss ich doch hier machen jetzt. Irgendwas habe ich verpasst. Verdammt. Ah, Moment. Daraus geht's. Ich kann mal eben schnell gucken. Kann ich jetzt vielleicht Subtitles, Game Hints, Lock-on Aiming. Oh ja, das machen wir auch an. Ah, nicht schlecht. Ja, ich mache mit diesem Durchgang mache ich mir ganz entspannt. Movie. Ne, das ist die Volume, das lassen wir mal oben. Wie gesagt, ich hoffe, das haut soweit alles hin. Ja, das Ganze mal ein bisschen heller. Aber ich kann die Subtitles nicht auf Deutsch stellen. Ah. Besser. Viel besser. Hätte ich vorher machen können. Ja, ich weiß. Oh Gott, da ist er. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? Coopers. Someone ain't right with them. I think they're sick. I'm kind of sick. Ich wusste es doch, komm, die haben mich trotzdem erschreckt. Come here, come here. Jimmy. Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you. Oh my God. Don't! You shot him. Sarah. I saw him this morning. Sammy, there is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on. Come on. Die Lippensynchronität finde ich übrigens sehr, sehr geil in dem Spiel. Muss ich ja mal sagen. You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. They're saying half the people in Sydney lost their minds. Can we just please go? Some sort of parasite or something. So, mit L1 kann ich ranzoomen. Wir können uns auch im Auto frei bewegen. Hey, sir. Quasi einmal. How you holding up, honey? Also man kann die Kamera nicht drehen, sondern der Kopf geht immer mit. No cell phone, no radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, newsman wouldn't shut up. They said where to go. They said army's putting up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. That's where I'm headed. They say how many are dead? Probably a lot. We found this one family all mangled inside their Tommy's. House. Tommy's. Right. I'm sorry. Jesus Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. At first they were saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that some bitch made it out. I'm sure he did. Were we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine.
manchmal etwas blöd abgemischt, muss man zugeben. I got a kid, Joe. So do we. But we have room. Hey! Keep driving, Tommy. Stop! Oh, die sind schnell gefahren. Someone else will come along. You should have helped him.